Ihr kommt aus dem Turm, nicht wahr? Mein Name ist Agat. Vielleicht könnt ihr einem alten Schicksalsweber ja ein wenig unter die Arme greifen, hm? Tatsächlich. Der arme alte Fomerus Hughes, er hat immer respektiert, wie die Welt funktioniert. Es ist wirklich traurig. Vermutlich ist er inzwischen schon tot. Als er seine Experimente hier begann, fragte er mich, ob sie jemals erfolgreich sein würden. Die Karten verrieten mir, dass der Seelenquell funktionieren würde. Sie sagten allerdings auch, dass der Tag dieses Erfolgs auch der Tag sein würde, an dem Hughes stirbt. Der alte Mann hat es ziemlich gut aufgenommen, um ehrlich zu sein, auch wenn wir anschließend einiges getrunken haben. Aber ich schätze, ein klein wenig könnte ich euch wohl doch helfen. Im Andenken an Hughes oder zur Feier seines Erfolges, sucht es euch aus. Euch? Dann seid ihr es also. Aber das bedeutet, jetzt ergibt das alles einen Sinn. Die Karten heute Morgen. Ich habe den Totengräber, den Fliehenden und die Bestie gezogen. Macht euch bereit. Sie kommen. Seid ihr die Fäden des Schicksals? Ich sehe sie ja nicht zum ersten Mal. Aber ich habe noch nie erlebt, dass jemand sie derart beeinflusst. Ihr habt gerade einfach den Ablauf der Welt verändert. Wie habt ihr das gemacht? Ihr habt es einfach... Das Schicksal ist der Wille der Götter. Kein Sterblicher sollte in der Lage sein, es zu verändern. Wie ist das überhaupt möglich? Kommt her! Ich werde euer Schicksal lesen. Ihr mögt vielleicht fähig sein, die Fäden zu verändern, aber das Schicksal wird dennoch Pläne mit euch haben. Und falls ich euren Tod sehe, verspreche ich euch, nichts davon zu erzählen. Das nehme ich an. Er war zwar ein Wissenschaftler, aber er hatte den nötigen Respekt vor den Plänen des Schicksals. Im Gegensatz zu den meisten anderen Gnomen. Ihr seid nervös. Entspannt euch. Wir Schicksalsweber machen so etwas häufiger. Ich werde sehen können, welchen Platz ihr im Muster des Schicksals einnehmt. Wer ihr seid, was ihr getan habt, wohin euch euer Weg führen wird. Oder zumindest sollte ich es sehen. Ihr seid doch real, oder? Ich schwöre, so betrunken bin ich nicht. Es ist immer schwierig, das Gewebe des Schicksals zu deuten. Es ist ständig in Bewegung. Manchmal ist es schwer zu erkennen, aber es ist zweifelsohne da. Eures allerdings fehlt. Das ergibt keinen Sinn. Alle sterblichen Wesen haben einen Platz im Muster.
Und auch ihr solltet einen haben, ob ihr nun tot seid oder nicht. Wenn es wahr ist, und damit sage ich nicht, dass ich das glaube, dann könnt ihr euren Weg selbst bestimmen. Ich kann die Fäden sehen, die euch umgeben, aber sie verändern sich. Und zwar so schnell, dass ich aus ihnen einfach nicht schlau werde. Normalerweise würden die Fäden meine Hand zu den Karten führen und sie würden es mir ermöglichen, euer Muster im Gewebe zu deuten. Aber das ist nicht geschehen. Sie wollten sich einfach nicht ausrichten. Also stimmt entweder mit mir etwas nicht, was nicht der Fall ist, oder mit euch stimmt irgendetwas ganz und gar nicht. Es könnte gar nichts bedeuten. Oder auch alles. Die Welt verändert sich. Ihr müsst ein Zeichen dieser Veränderung sein. Oder vielleicht auch ihre Ursache. Ich hatte noch nie einen Grund, an meinen Deutungen zu zweifeln. Aber wir sollten uns mit Aden beraten. Er ist zwar kein Freund, hat aber ein gutes Auge für das Gewebe. Wir treffen uns bei seiner Hütte östlich von hier. Ich sehe noch nach, ob ich den Verletzten im Turm vielleicht irgendwie helfen kann. Einst war ich Agard, der Unbeugsame, die Klinge von Avgrun. Ich habe die Kolossuspriesterin niedergerungen und die Ritterschaft ausgeschlagen, die mir der Hochkönig der Feien anbot. Ich war ein Held der Menschen. Doch das genügte mir nicht. Ich schloss mich den Schicksalswebern an, um einen Weg zu finden, die Vorsehung selbst zu bezwingen. Ich musste allerdings erkennen, dass sie das Einzige war, was ich nicht Ihr findet Ardens kleine Karte mitten in Yolvan. Er musste dorthin ziehen, nachdem er aus dem Dorf gejagt wurde. Er ist ein verdammt guter Schicksalsweber. Aber man macht sich dadurch nicht unbedingt beliebt. Vor allem nicht in dunklen Zeiten wie diesen. Hughes war schon immer ein seltsamer Kerl. Natürlich war er ebenso neugierig und entschlossen wie alle anderen seines Volkes auch. Er konnte ununterbrochen... Aber er wusste auch immer, was wirklich wichtig ist. Er hatte keine Angst vor dem Tod, solange er sich nur sicher sein konnte. Wir alle sind Fäden im Gewebe des Schicksals. Abgemessen, eingewoben und zu... Unser Titel war immer eine grausame Lüge. Denn wir haben keinerlei Und wenn ein Schicksalsweber euren Platz im Gewebe betrachtet, dann sieht er nur die Umrisse dessen. Genau das ist die Frage, Kleiner. Ich weiß nicht, ob ihr überhaupt eines besitzt. Aber deshalb besuchen wir ja auch Arden. Er lebt in einer kleinen Hütte im Osten, in Yolvan. Wir treffen uns doch. Was könnte das alles nur bedeuten? Ihr seid also noch hier, hm? Ihr könnt euch wohl nicht entscheiden, ob ihr wissen wollt, was die Karten zu sagen haben. Die Schicksalsweber, doch diese... Jetzt sind die alten Traditionen nahezu verloren. Und die Tuatha sind... Sie sind im Grunde wie Met. Was könnte das alles nur bedeuten? Thank you.
Allen Sagen gibt es viele große Taten, doch größer als die ihren nicht. Olaine, die Reine, die Lady des Lichts, Ritterin des goldenen Astes, Heilungssuchende, Gewissen der Sommerfeien, Herz des Frühlings, des Tags, so ihre Weihe. Tretet einfach alle zurück. Der Dorfvogt kann nicht arbeiten, wenn ihr euch so zusammendrängt. Geht wieder euren eigenen Angelegenheiten nach. Na los! Beste Zelda ist verrückt. Die Zugehörigkeit zu einem Volk ist mir gleichgültig. Es ist immer tragisch, wenn jemand derart angefallen wird. Seht euch die arme Kreatur nur an. Sie wurde fast totgeprügelt. Die Feien mögen seltsam sein, aber so etwas haben sie mit Sicherheit nicht verdient. Sie wurde anscheinend mit irgendeiner kurzen Klinge angegriffen. Wahrscheinlich mit einem Dolch, obwohl ich das unmöglich mit Sicherheit sagen kann. Die Leute standen einfach daneben, als sie um Hilfe gerufen hat. Keiner hat einen Finger gerührt. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich weiß nicht, ob unser Können ausreicht, um so eine Wunde zu behandeln. Ich weiß offen gestanden nicht mal, ob mir das bei einem Sterblichen gelänge. Nun, da seid ihr der Einzige. Nach all den Problemen, mit denen wir hier zu kämpfen hatten, haben die Leute keine Kraft mehr und ignorieren lieber alles. Ich möchte einen Vorschlag machen, der etwas ungewöhnlich ist. Es gibt da eine Feind, bittet um ihre Hilfe. Ich würde es ja selbst machen, aber... ich bin ein Feigling, so einfach ist das. Vielleicht weiß eine Feie, wie man eine Feie heilt. Falls nicht, sie verbringt ihre Tage auf dem Hügel über dem Dorf. Sie glaubt, wir sind uns ihrer Anwesenheit nicht bewusst, aber das sind wir. Ich habe einen Großteil meines Lebens im Umgang mit ihnen verbracht, aber sie sind nicht wie wir. Nicht in ihrem Innersten. Gorhard ist zu einer Art Zuflucht für all jene Siedler geworden, die ein Leben frei von den Feien führen wollen. Aber ich glaube nicht, dass es von Dauer sein wird. Wir bewahren einen brüchigen Frieden mit dem Hof des Sommers, der jedoch täglich auf die Probe gestellt wird. Aber wir sind eine Gemeinschaft guter Leute. Natürlich gibt es auch unter uns Eigenbrötler, aber wir arbeiten hart und führen ein friedvolles Leben. Etwas Besseres kann man dieser Tage einfach nicht tun. Ich bin der Dorfvogt von Gorhard. Und zwar ein ziemlich erbärmlicher. Ich kam erst vor einem halben Jahr aus dem Krieg zurück und bin seit nicht einmal 2 Monaten Dorfvogt. Und schon habe ich eine verletzte Feier auf meiner Türschwelle. Der als Hof des Sommers bekannte Stamm besteht aus friedlichen Feien. Sie werden von einem König angeführt, der, das ist alles, was ich weiß, kaum mehr als Gerüchte und Geschichten aus meiner Kindheit. Unser Schicksal liegt in den Händen einiger weniger Auserwählter, die im Osten kämpfen. In Gorhard selbst bekommt man von dem Krieg nichts mit. Wir liegen meilenweit vom Rauch und von den Schreien entfernt. Ich weiß nicht, was die Tuatha so weit vom Krieg entfernt wollen könnten. Es muss jedoch etwas sein, was für ihre Interessen von entscheidender Bedeutung ist. Aber sie sind eine teuflische Brut, und ich bedauere jeden, der ihnen in diesen düsteren Wäldern über den Weg läuft. Ich hoffe, ihr bleibt ein wenig im Dorf. Oh.
Glaubt Vater Dünwell nicht, wenn er euch erzählt, dass Mitaru ein Mann war. Mitaru ist ein Gott. Willkommen in der Mission von St. Otwig. Ich würde euch ja hereinbitten, aber unser Orden war in der Vergangenheit zu vertrauensselig. Wir versuchen aus unseren Fehlern, obwohl man weiß ja nie, ob man nicht gerade einer Prüfung des Glaubens unterzogen wird. Ihr kommt zu einem Zeitpunkt, an dem ich Hilfe benötige. Vielleicht ist das ja Mitarus Werk. Wir von St. Otwig arbeiten seit Jahren daran, uns auf diesem Hügel zu etablieren. Es gab dabei einige Rückschläge. Der Ruf der feinen Lande erreicht nicht nur taube Ohren und viele unserer Jüngsten sind nicht stark genug, ihm zu widerstehen. Nehmt zum Beispiel Bruder Egan. Vor 2 Nächten sollte Egan draußen Feuerholz holen. Er ist bisher nicht zurückgekehrt. Wir müssen ihn finden, bevor ihm etwas zustößt. Mitaru sei gesegnet. Sein Befehl steht über allem. Bruder Egan wurde zuletzt nordöstlich von hier gesehen, abseits der Straße bei den Feyenruinen. Bitte findet ihn. Vielleicht können wir euch dann mit offenen Armen bei uns aufnehmen. Egan wurde zuletzt im Wald außerhalb der Mauern gesehen, direkt nördlich des Dorfes. Egan ist ein guter Junge, aber unser Jüngster. Und er hat häufig Selbstzweifel. Das ist nicht überraschend. Man wächst nur an Konflikten, vornehmlich an solchen des Geistes. Ich habe mich bemüht, ihn zu trösten und ihm gesagt, Weisheit brauche Zeit. Aber er ist ungeduldig. Auf, die Feien sind sture Narren. Sie behandeln ihre Seelen wie Spielzeug, ohne Gedanken an richtig oder falsch. Ihre Grundsteine wurden vor 50 Jahren von Otwig persönlich gelegt, bevor er durch Trolle den Tod fand. Wir ehren sein Anliegen. Leider ist uns das bislang noch bei keinem einzigen gelungen. Aber das hält uns nicht davon ab, es weiter zu versuchen. Ich gehöre dieser Mission schon seit ihrer Gründung an. Diese Jungen sind wie meine Söhne. Ich führe mein Leben so. Seid gesegnet, Kind. Wo ist die Ordnung, die Mitaru uns gegeben hat? Ich sehe keine Ordnung in der Verschleierung der Wahrheit. Das ist Chaos. Das ist, was die Mission fürchtet. Mitaru lebt nicht hinter den Mauern der Mission. Oh nein, sie ist in jedem Fels und jedem Baum.
jeder Knospe und jedem Sturm. Sie ist mit uns allen. Tretet ein. Willkommen in Gorhard, der letzten Siedlung vor den Feinlanden. Wie kann ich euer Gepäck heute füllen? Kommt bald mal wieder. Es heißt, in Agnor Fahal soll es spuken. Aber ich sage euch, da spukt höchstens die Rote Legion herum. Diese alte Ruine ist das perfekt. Seid ihr wegen einer Waffe hier? Ihr wollt euch in diesem lächerlichen Krieg vermutlich die Gunst irgendeines Lords sichern, richtig? Bei meiner Erziehung stand die Kenntnis der Waffen immer an erster Stelle. Ihr werdet nicht vielen Frauen begegnen, die schon Pfeile befiedern konnten, bevor sie sprechen lernten. Ich werde hier sein. Braucht ihr etwas? Thank you.
Was sollte ein sterblicher Vagabund von Kasmaran dem Ewigen wollen, dem Boten des Feienvolks? Sprecht! Meine Zeit mag ewig sein, aber wertvoll ist sie dennoch. Wartet! Vater Dünvel schickt euch nicht, wahr? Der alte Narr. Sein Weg zur Macht war zu mühsam und jetzt will er mich auch bremsen. Ich habe neue Freunde. Feienfreunde! Sie heißen Finna und Arbos und sie haben geschworen, ihre Geheimnisse mit mir zu teilen und mir wahre Magie zu schenken. Sie wollen dafür einen alten Schatz, der in den Höhlen des Wasserhallengrundes vergraben ist. Ich werde ihn holen. Irgendwann, sobald ich... sobald mir danach ist. Sie sind Feienzwillinge und sie sind wunderschöne magische Wesen. Sie haben versprochen, mich Magie zu lehren, damit ich die Welt so sehe, wie sie wirklich ist. Sie verlangen dafür nur von mir, dass ich ihnen ein Relikt bringe. Das ist ein großartiges Geschäft, glaub mir. Das war's. Ihr hättet mich wahrscheinlich sowieso um den Schatz betrogen. Ich bin noch neu in den Feinlanden. Bevor ich der Mission beigetreten bin, hatte ich mein Heimatdorf noch nie verlassen. Aber ich wollte die Welt sehen und habe mich ihr deshalb angeschlossen. Ich wollte die Gärten von Ysa sehen, um Gnomen und Alpha zu begegnen, um zu leben. Der Orden Metarus war eine gute Möglichkeit, mein Zuhause zu verlassen, aber ich will noch viel mehr. Es klingt ziemlich dämlich, nicht wahr? Ja, das dachte ich mir schon. Ich brauche einen Magiernamen, wenn ich allmächtig bin. Wenn meine Magie derart gewaltig ist, dass es niemand mehr wagen wird, mich herauszufordern. Wie wäre es mit Abner der Visionär? Oder Malik der Ruchlose? Lord Zaltenus? Nein? Und das waren schon die Guten. Sterbliche Völker besitzen kein dauerhaftes Verständnis für diese Welt. Und deshalb wird irgendwann das schöne Volk über uns herrschen, in all seiner Herrlichkeit und Macht. Sie glauben, dass ich das Potenzial habe, dort erfolgreich zu sein, wo alle anderen, einschließlich Ihnen, geschafft. Sie sind nicht in der Lage, das zu erreichen, wonach Sie streben, versteht ihr? Also brauchen Sie jemand Mächtigeren, der es tut, und dann werden Sie mir die Weisheit der Feien verleihen. Die Legenden berichten von der gewaltigen Feienstadt, die unter den Baumkronen Dalentarts verborgen liegt. Ich habe nie jemanden kennengelernt, der dort war, aber ich bin mir sicher, dass sie existiert. Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Ich habe nicht den geringsten Zweifel daran. Vater Dünvel und die anderen sind Narren und ihre alberne Mission wird verrotten und einstürzen. Finna und Arbos haben das mit ihren zeitlosen Augen gesehen.
Man nennt ihn den Selkie-Schleier und er soll die Macht haben, seinen Träger in jede Gestalt zu verwandeln, die er wünscht. Finna sagt, er gehört den Feien, wurde... Wiedersehen! Was immer ihr vorhabt, haltet euch vom Wasserhallengrund fern. Jetzt seid ihr interessiert. Ich weiß schon, was ihr wollt. Ihr seid selbstsüchtig, wie alle Sterblichen. Also gut, wenn ihr so edel sein wollt, aber rechnet nicht mit einem Anteil des Schatzes. Das ist mein Schlüssel zu einer mächtigen neuen Zukunft. Er liegt in den Höhlen des Wasserhallengrundes, einer Zuflucht der wilden Feen. Dann lebt wohl! Wenn wir weitergehen, bleib bitte in meiner Nähe. Ich verfüge über keinen nennenswerten Mut, ehrlich. Ihr könnt gerne Vater Dünnwell fragen. Laut Legende hat sich der große Feinmagier Aman der Gerissene in diese Höhlen zurückgezogen, um seine Schätze vor den Sterblichen zu verbergen. Darunter war auch der Selkie-Schleier. Man sieht sich. Thank you.
Kosmaran hat keine Angst. Arbos und Finna warten bestimmt schon. Kommt, ihr Lager ist nicht weit. Finna und Arbos haben ihr Lager in den alten Feyenruinen nördlich des Dorfes in der Nähe meines... Man sieht sich. Ja. Was ist denn das? Unser kleiner Egan hat einen Freund gefunden. Ich habe so das Gefühl, als könnte daraus ein Problem erwachsen. Ein reizender Junge, wenn auch etwas einfältig. Mein Bruder und ich mögen die Ahnungslosen und Übereifrigen. Vor dem Krieg haben wir Rathier von innen heraus geplündert. Wir waren dabei so erfolgreich, dass die Kriegsgeweihten sogar Kopfgelder auf uns ausgesetzt hatten. Doch leider hat alles Gute auch irgendwann ein Ende. Als der Krieg so viele andere zu Banditen machte, waren wir gezwungen, hierher zu kommen. Der Legende nach verleiht der Schleier seinem Träger sonderbare Fähigkeiten. Feienfähigkeiten. Offensichtlich. Jeder, der schon mal eine Feie gesehen hat, würde das bemerken. Doch anders als bei dem kleinen Egan hier hausen in eurem Kopf nicht bloß Fantasien. Die Feienlande bieten fruchtbaren Boden für Spiele. Ihre Einwohner sind so einfältig, dass ihr euch ohne jede Mühe die Taschen füllen könnt. Werdet ihr uns geben, was rechtmäßig uns gehört, oder müssen wir ein neues Spiel beginnen? Mein Bruder und ich sind stets bereit zum Spielen. Verflucht? Anscheinend kennt ihr euch mit Unglück gut aus. Behaltet den Schleier. Es gibt noch andere Schätze in den Feienlanden. Aber unsere Wege sollten sich besser nicht wieder kreuzen, sonst fügt mein Bruder euren Narben eine neue hinzu. Ich wusste es nicht, woher auch. Bevor ich nach Gorhard kam, kannte ich niemanden außerhalb meiner Familie. Alles war so neu, so magisch. Haltet ihr mich für einen Narren? Und Vater Dünnwell, kommt, gehen wir zurück zur... Man sieht sich. Zur Mission!
Zur Mission! Diese verdammten Banditen. Es ist nicht weit. Ja, bei Mitaru. Egan ist wieder da. Was euch betrifft, ihr habt meiner Bitte Folge geleistet und dafür ist euch St. Odwig auf ewig dankbar. Betrachtet diese magere Belohnung als... Wir haben es allein der Gnade Mitarus zu verdanken, dass Egan zu uns zurückgekehrt ist.